Und anhand des Grundsteins kann man dann ja auch sehen, wie man sich da das zurechtzimmern sollte, denn man soll man lieber ja nicht. Ja, was heißt, man soll, es kann ja jeder machen, wie er will. Also wenn wir die symmetrisch haben wollen, damit man da nicht so wie was da drüber bastelt, man ständig wieder alles wegmachen soll. Ach, was labern wir bei Blocksteinen? Das mache ich jetzt einfach hier, das mache ich aber immer so. Ich lege mir erst den untersten Grund, dann baue ich die Wände hoch. Was labe ich hier eigentlich für ein Mist? Und gleich wird es wieder schön scheiße, weil die ganzen Monster kommen. Gut, gut. Die Wand bauen wir nochmal nach oben aus. Und ach nee. So. Wir sollten jetzt auch gleich mal anfangen, uns in die Tiefe zu graben, wenn wir die Nacht überstanden haben. Nee, nee, falsch. Au. Verdammt, wieso bin ich da runtergesprungen? Wir brauchen ja erst noch ein bisschen Kohle, damit wir überhaupt Licht haben, um unser Haus zu erleuchten. Und auch überhaupt, damit wir halt was sehen können, damit wir unser Bett auch nicht immer unterirdisch vergraben müssen, sodass es dann da unterhalb des Atmosphäre liegt oder so. Irgendwann liegt es da noch so nur ein paar Schichten über den Bedrock und dann, ne? Und dauert, brauchst du erstmal 500 Jahre, bis du da angekommen bist, und deswegen sollten wir auch unser Haus von außen beleuchten, denn wenn das Haus von außen beleuchtet ist und da so, wenn man schon so jeweils mit ein oder ich glaube zwei Blöcken geht sogar auch, ja, muss eigentlich mit zwei Blöcken Entfernung eine Fackel um das Haus rumsetzt, dann ist es hell genug und dann können die Monster da nicht mehr spawnen. Und dann kannst du auch das direkt in die Wand setzen. So, scheiße, wir haben jetzt keine Sachen mehr. Ach nee, was machen wir denn jetzt? Komm, wir machen mal ein bisschen Sand ab und dann. Ach nee, das geht ja gar nicht. Bescheuert. Nee, was machen wir denn jetzt? Geht das so? Ja, Moment, natürlich können wir. Ach nee, Kacke. Jetzt können wir uns nicht mehr über die Sachen mehr abbauen. Oh, scheiße. Kacke. Ja, willst du mich verarschen oder so? Scheiß Bett. Komm schon. Na, geht doch. Ich glaube, man muss immer auf der gleichen Höhe sein. Stimmt das? Na ja, es hat ja geklappt. Und selbst sind wir auf einem Dach. So, machen wir schon wieder zu. Das Bett vergraben wir mal im Untergrund. So, wir brauchen jetzt erstmal wieder mehr Holz. Ah, das ist die Geschwein. Oh, den brauchen wir noch ein Zwände abgeholzt. So, das ist noch eine kleine Spinne. Die tut es aber zum Glück nichts. Da hinten schwimmt noch ein Zombie im Wasser. So, da dürfte es gleich zusammenfallen. Ja gut, das ist. Wir haben noch so viele Bäume, die müssen wir auch noch alle abhauen. Und da ist wieder ein Schwein, das können wir eigentlich auch gleich killen. Oder? Ich weiß nicht, aber irgendwie wie kommen wir wieder raus. Mit jeder Folge, die ich Let's Play, die ich aufnehme, so ein kleines Treppchen, das macht mir irgendwie immer mehr Spaß. Und je mehr ich aufnehme und mir dann dazu was laber,
dann will ich immer mehr Sachen machen. Deswegen hole ich mir, habe ich mir das auf Steam geholt. Das ist ein Programm. Damit kann man sich mit Hilfe zum Beispiel auf den Paysafe-Karten oder halt, wenn du auf einen, also über einen PayPal-Account verfügst, dass du dir dort Spiele kaufen kannst und das eignet sich gut, wenn du Let's Playen willst. Oder ein Let's Player werden willst. Also ich kann Steam nur empfehlen. Da hat G-Star jetzt auch das Spiel Terraria her, wovon jetzt die Frage an euch ging, ob er jetzt erst ein Let's Play oder eine Show davon machen soll, weil er es nämlich jetzt gerne Let's Playen würde, aber eben die Frage jetzt von ihm, erst als Show oder Let's Play. Bei mir ist es so, ich habe jetzt schon so ein bisschen vorentschieden, ich mache das erst ein paar Folgen Let's Play, vielleicht wenn ich so zwischendurch ein bisschen Bock habe, nehme ich was für das als Show auf. Und fügst dann irgendwann später hier rein. So, jetzt wollen wir aber erstmal das Dach zu Ende machen. Aber eine Show von Minecraft, das kommt auf jeden Fall auch noch, weil ich habe da schon ziemlich viele Sachen gefunden. Und auch sehr interessante Sachen, auch schon total was Beschissenes erlebt. Könnt ihr euch jetzt mal vielleicht so ausdenken, was hat der nur für Scheiße wieder gemacht? Mann, ich versetze ständig Blöcke. Diskussion, Alter. Also das Show von Michael kommt auch bald. Aber zuerst wollen wir hier uns ein bisschen die Map untertan machen. Denn so, das ist ein bisschen dunkel hier. Denn sonst wäre es ein bisschen blöd gewesen, wenn wir uns hier Let's Playen und das sind so scheiße, das ist noch ein bisschen Verstärkung. Vollen Steinflitzhacken. Vielleicht brauchen wir noch ein bisschen Eisen. Ach nee, wir haben ja noch so viele Steinspitzhacken. Ja, blöd. Naja, wir brauchen das auf erstmal. Oder das sind noch mal Sätze. Wir brauchen jetzt erstmal noch ein bisschen Kohle, müssen wir uns jetzt erstmal holen. Aber damit ja auch, ob das funktioniert, wenn wir auch Eisen haben und der ganze Scheiß mit Essen und so, dann brauchen wir jetzt eben noch den Ofen. Ich glaube, da hinten, da zieht mich mein Näschen hin, mein Gespür für Kohle, 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 die liebe Kohle. Denn ich verspüre so eine Art Sinn und so weiter, dass dort hinten sich Kohle befindet. Und deswegen will ich da hinten hin und mir Kohle holen. Der munterne, 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 ich bin munter. Der muntere so. Oder? Oh mein Gott, ich kann nicht mehr über Deutsch. Der muntere. Ja. Ich hatte am besten einfach die Klappe. So geht's dann auch am besten. Das war das jetzt gerade. Wieso ging mein Minecraft nicht? Der hing da jetzt auf einmal. Oh, da ist ein Zombie gestorben. Der hat irgendwie nur noch gerade ausgeguckt. Ah ja, genau, das ist halt dieses, das liegt an meinem Texture Pack, glaube ich. Das ist ein Nachteil von dem Mixcraft Texture Pack bei mir und wie scheiße geil sieht denn diese Höhle vor allem, diese Landschaft aus. Über Löcher am Boden. Weil ich habe jetzt irgendwie so gesagt, so eine Stimmungswandel auf einmal so. Oh mein, also ich habe sich, eigentlich ist es ja auch vor allem an meinem Texture Pack und dann, oh mein Gott, wie sieht diese Landschaft aus? Ne? Das sieht bei mir am Minecraft Texture Pack, dass es bei mir manchmal irgendwie hängt. Dieses verdammte HD-Ding will bei mir einfach nicht und deswegen werden wir das Texture Pack in der nächsten Zeit auch mal bald ändern. Ja, da kommt Wasser raus. Der große Wasserspeicher. Das ist wieder cool, ey. Und er auch. Na du? Also
Also Kohle ist wirklich schon überlebenswichtig in Minecraft. Denn ohne Kohle habt ihr keine Fackeln, kein Licht und habt ihr nichts. Ah doch, habt ihr schon, aber ohne Kohle könnt ihr euch ihr könnt euch schon was zu essen schmelzen, also im Ofen was backen oder keine Ahnung. Aber Kohle ist wirklich schon eine der wichtigsten Lebensgrundlagen, die ihr Minecraft braucht. Ich glaube auch sogar an Terraria. Das weiß ich jetzt noch nicht, weil ich das Spiel noch nicht so genau kenne. Ich weiß nur, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, war ich schon gleich vernarrt in das Ding. Nein, das Ding, das Zeug halt so. Ne? Also es ist eigentlich immer voll cool, wenn da, oh, das noch mehr, wenn so Karten richtig, also wenn du schon so ganze Haufen voll mit Kohle auf der ganzen Welt, in der ganzen Minecraft-Welt da, also auf der ganzen Karte verteilt ist, das ist schon wirklich echt geil. Nur ist es jetzt auch die Frage. Im Moment, warte, lass mich im Nachdenken. Ja, das ist ja schon die 1.7.2 Version. Das bedeutet, ja, ich glaube, die Texturen müssten schon jetzt fertig sein. Das ist fertig, eigentlich schon aktualisiert. Aber ich glaube, die von Honeyball habe ich letztens mal nachgesehen. Die sind noch nicht da. Aber ich glaube, ja gut, mit dem wollen wir eh nicht spielen. Wir wollen ja nicht im Gronk-Style spielen, sondern halt mit unserem. Vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht schaffe ich es auch noch, oder wir schaffen es auch noch, zumindest noch nicht, uns eigenes Texture-Pack hinzukriegen. Ob wir, egal, liegt es nicht, ob wir es können, sondern ob wir die Zeit dazu haben. Da wir auch demnächst jetzt zur Gamescom fahren, am 17. August. Und da wir schon richtig voll Vorfreude sind und so weiter und auch, ja, ich sehe mich immer so gerne in der Welt, so, oh, wie schön grün das ist. Ja, also wir laufen jetzt da hinten zum Berg hin, weil da, das sieht aber geil aus. Wir laufen da hinten zum Berg hin, weil ich der Meinung bin, auf jeden Fall, also ich verlasse mich immer darauf, da haben wir es auch schon gesehen. An Klippen, an den Klippen von den Bergen ist immer besonders viel Kohle, aber auch manchmal auch Eisen. Und weil man, ja, und das, wie schon gesagt, das kann man sehr brauchen, man muss es sogar benötigen. Und deswegen ist es auch gut, wenn man da hingeht und sich dann daraus holt. Also es ist auch gut, wenn sie manchmal auf dem Berg gespawnt werde. Das ist mir bisher jetzt nur einmal passiert, dass ich auf einem Berg gespawnt wurde, aber es war cool. Da laufe ich da so weiter, ich gucke so nach oben, weil auf einmal so eine riesige Landschaft voll mit Bäumen und Bergen war. Ja,